Wie haben Pokémon-Fans auf die Pokémon-Presents reagiert? Meine Damen und Herren, ich begrüße euch zu einer weiteren Episode der Game Show. Heute werden wir uns mit der Pokémon Presents beschäftigen, die letzte Woche erschienen ist. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Die sind inzwischen so krass, dass wir Sponsoren haben. Das ist ehrlich geiler Flex. Das ist ein weird Flex. Und zwar, unser heutiger Sponsor sind Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur bieten euch High-Quality Pokémon Arcani-Modelle und darüber hinaus Glitzereffekte, die zwar gar nicht zum Spiel passen und den Artstyle etwas komisch machen, aber trotzdem Glitzereffekte für unsere Grafikquote. Oh mein Gott, ich kann die einzelnen Fellhaare von Arcani sehen. Aber eine Frage stellt sich mir da. Wie detailliert wird Gardevoir aussehen? Auf jeden Fall weiter zum Text. Jedes normale Spiel hat eine Main Story. Das ist cringe. Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur haben nicht nur eine Main Story, nicht nur zwei Main Stories, sondern alle guten Dinge sind drei. Und die Spiele haben einfach drei Main Stories. Oh, man kann frei wählen, womit man anfängt und wie man wie spielt. Das ist wild. OMG, ich kann endlich entscheiden, welche Dialoge ich skippe und welche nicht. Daumen hoch gibt's von mir. Ich werde alle Dialoge skippen, außer von Professor Futurs, diesem Giga-Chat, der mein ganzes Leben verändert hat. Genau, da kommen wir schon direkt zum nächsten Punkt. Männer wie Professor Futurus sorgen vor allem mit ihrem beeindruckenden Charisma dafür, dass ihre stubenhockende Kinder aus ihrem Zimmer rausgehen und grinden, damit sie werden wie dieser Professor da. Das sorgt vor allem dafür, dass die anderen Stubenhocker komplett zu Tode mobben und sich auf ihren Grind richtig hart aufgeilen und sich für etwas Besseres halten. Darüber hinaus haben wir Dynamax 2.0.1. Diesmal werden die Pokémon nicht groß oder fett. Diesmal werden die Pokémon auf Rolex bestellt. Die machen sozialen Aufstieg und werden kristallisiert. Und statt dass sich die Attacken ändern, ändern sich jetzt die Pokémon-Typen komplett random. Endlich muss ich fürs Competitive nicht mehr mich auf 6 Pokémon vorbereiten, die ein oder zwei Typen haben, sondern endlich kann ich mich einfach darauf vorbereiten, dass jedes Pokémon jeden Typ haben kann. Warte mal, das heißt doch mehr Arbeit, das ist ja richtig scheiße. Gehen wir schnell weg von dem Feature und schnell weg von den Pokémon und gehen wir zu den TrainerInnen. Dieses Spiel hat auch für die Verzweifelten unter uns einiges zu bieten. Haben ein paar wunderschöne neue TrainerInnen. Die hat ja blaue Anime-Haare und die sehen alle aus wie Anime-Charaktere. Das ist alles, was ich gebraucht habe. Arigato, Game Freak! Ich halte das alles nicht mehr aus. Nun, damit sie die Open World perfekt bereisen können, haben wir etwas sehr, sehr Besonderes anfertigen lassen. Den Furry 22. Das neueste Motorrad mit 500 PS. Das wird sie carry. Und es kann sogar fliegen und schwimmen wie James Bond Auto. Bestellen Sie noch heute Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur über meinen Affiliate-Link. Hey, warte mal. Was ist das hier für ein Schmutz-Sponsoring? Guck mal, das Spiel ist voll scheiße. Dynamax 2.0.1 ist viel zu OP, oder, CP-Spieler? Halt ehrlich so, warum werde ich zensiert? Ich bin Competitive-Spieler. Das ist mit der wichtigste Teil für die Pokémon Company und der Erfolg von Pokémon. Ey Junge, kommt mal runter, bitte. Diese Zensur hier ist voll lächerlich. Klar, Arcani, schönes Fell und so. Aber warum? Sieht Gardevoir nicht so geil aus, nicht so realistisch aus? Was ist das? Ey Jungs, wir verlieren unser Placement. Wir verlieren unser Geld. Chillt. Jetzt mal echtes Gespräch. Was nützen mir drei Main Stories,
wenn sie alle kurz sind und keinen Zusammenhang haben. Das nennt man nicht gutes Weltbau. Mann, vor allem dieser Eistyp ist ein Typ und kein Girl. Ihr habt voll gelogen. Auf jeden Fall, der weitere Verlauf der Pokémon Presents war wie immer wunderirrelevant. Ich sollte das Video schnellstmöglich beenden, bevor wir alles verlieren. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und supportet gerne das Projekt mit Like, Abo, Glocke und so weiter. Ich muss schnell abstellen, wie macht man das? Das folgende Video wurde aufgrund von Beleidigung und Hassrede von der Pokémon Company gestrikt. Genau, da kommt schon direkt der nächste Punkt. Professoren. Fuck.